Die Ereignisse in Nordafrika haben auch dazu geführt, dass viele Menschen aus Angst, aus Verzweiflung ihre Länder verlassen haben und versucht haben, meist über Italien, aber auch zum Beispiel über Malta, nach Europa in die Länder der Europäischen Union zu kommen. Wir verstehen das, wir müssen ihnen auch helfen, aber letztendlich muss auch klar zum Ausdruck gebracht werden, wir können nicht unbegrenzt unsere Tore aufmachen und wir müssen den Leuten helfen, im eigenen Land in eine bessere wirtschaftliche und soziale Situation zu kommen. Und das ist die große Aufgabe, vor der Europa steht, den Ländern wie Tunesien etc. zu helfen, dass sie ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranbringen, dass sie Beschäftigung schaffen für die jungen Menschen und damit auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Menschen in diesen Ländern bleiben. Leider haben die vorübergehenden Flüchtlingsbewegungen auch dazu geführt, dass man versucht hat, Schengen wieder in Frage zu stellen, nämlich den gemeinsamen europäischen Raum ohne Grenzen. Nun gibt es ja Voraussetzungen, dass unter bestimmten Umständen auch wieder Grenzkontrollen eingeführt werden können. Aber die Versuche, insbesondere von Berlusconi und Sarkozy, aus nationalistischen, engständigen Überlegungen letztendlich Schengen zumindest teilweise auszuhebeln oder zumindest in der Öffentlichkeit diesen Eindruck zu verschaffen, denen müssen wir klar entgegentreten. Denn das ist eine große Errungenschaft, dass wir jetzt ohne diese Grenzen in diesem gemeinsamen Europa leben. Und wir dürfen durch vorübergehende Störungen in dem einen oder anderen Land nicht dazu kommen, Schengen wieder aufzuheben. Wenn nun die Europäische Kommission Vorschläge machen wird, wie man vielleicht die konkreten Bedingungen für Grenzkontrollen in Ausnahmefällen näher definieren kann, dann kann man darüber sicherlich reden. Aber vor allem muss man darüber reden in einer Art und Weise, wie es dem parlamentarischen Gesetzgebungsprozess entspricht. Denn das ist ganz entscheidend, dass wir hier den Gesetzgebungsprozess nicht außer Acht lassen und aushebeln, sondern dass wir ihn wirklich befolgen.